Okay. Kaboom. Da hinten ist irgendwas Interessantes. Ein Zombie. Wow. Ah, das sind so eine großen Zombies. Die haben einen. Oh, Boss. Die haben einen Draht zu den kleineren und verstärken die. Also immer erst den großen umgehen. So, so Mindripper. Cool. Bum, bum, bum. Viel Geld. Das ist schön. Okay, hatten wir die Gegner schon? Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Sie, so, jetzt verstärkt er einen und der heilt eine Menge aus. Also, Zombie-Beschwörer umnieten. Zack. So, und jetzt wird der wieder klein und mit einem Schlag können wir ihn töten. Und das war eben meine Heilung, die ich mit Q angeworfen habe. Okay. Also, diese komischen Gehirne, das sind wieder Phasenwesen, also Spektralwesen. Und ja, die, wenn wir einen Crit von denen abkriegen, gehen wir halt in Face und kriegen mehr Schaden, machen weniger. So, jetzt muss ich allerdings mal gucken, wo ist der Altar der Schmerzen? Ich bin mal wieder vollkommen orientierungsfrei. Ah, hier. Hier haben wir's. Gut, Altar der Schmerzen. Hört sich sehr vertrauenswürdig an. Drücken wir mal drauf. Okay, Torso des Orakels. Gut. Schmerz. Müssen wir zurückbringen. Ach ja, ich freue mich wieder auf die Unterhaltung. Das wird lustig. Oh, hier ist noch was drin. Hm, doch nicht. Kann auch passieren, dass Truhen einfach leer sind und leider kann man sie dann auch manchmal nicht öffnen. Dann steht man davor und fragt sich, oh, stehe ich jetzt falsch oder was auch immer. Naja. Gut. Also, wichtig für den Hüter, 4 Lebenspunkte wegen, da wir immer 25% heilen und 4 Rüstung, da wir durch die Aura Prozente an Rüstung dazu gewinnen. Das ist wichtig. Gut. Dann gehen wir mal zu unserem kleinen Verrückten. Lucius Aldin. Hey, ihr Zauberer und Krieger. Gut seht ihr aus. Willkommen zurück, Wisserle. Schön, dass du einen Teil des Orakels vom Altar der Schmerzen bergen konntest. Ich muss nämlich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Findest du, mein linkes Bein ist länger als mein rechtes? Ich schätze, ich könnte eines der beiden kürzen. Denk darüber nach, während du das dritte Teil des bestialischen Orakels beschaffst. Es liegt in der Totenstadt. Ich hatte mir überlegt, den Ort Takofor zu nennen, aber irgendwie gefiel mir der Klang des Namens nicht. Ihr seht schon, der ist voll toll drauf. Na gut, ab in die Totenstadt. Das wird lustig. Also jetzt eben waren wir in der Kanalisation, das kennen wir ja schon. Jetzt Stadt, kennen wir auch. Also wird es wahrscheinlich an die Oberfläche gehen. Wenn ich mir das so recht bedenke. Ja, Spektralwesen, na geil. Und ein Boss. Und die hier haben wir noch nicht erklärt. Die Verbannten versuchen, durch mich durchzuschießen. Ja. Sie machen so einen Charge-Angriff, kann man das, glaube ich, gut nennen. Und schießen volle Kanne durch mich durch mit dem ganzen Körper und das macht Schaden. Gut. Und das da hinten, was ist das für ein Gegner? Na gut, sehen wir ja gleich. Oh, hier. Wow, wow, wow. Heilung. Heilung und Schild auch noch. Lord LL und Tour? Hat sich da jemand verschrieben? Flott, also schnell, zersetzend und glimmend. Ja, ja, und gleich tot. Boah, Phase und alles. Und boah. Und jetzt ist ja alles gefaced und auch noch elektrifiziert. Und boah. Interessanter Gegner. Hey, da hinten ist ein Gang. Wenn ich das richtig sehe. Ah, hier. Ich demonstriere es mal. Also, er chargt und batz. Durch. Hirnstück. Hm. Okay. Wir gehen mal hier runter. Oh. Geil. Portal. Ach, das machen wir später, glaube ich. Also, gleich. Oh, ich muss mal kurz zurück. Hm. Gut, dass wir die Heilung jetzt haben. Das ist auch wirklich nötig. Oh. Das Problem ist, wenn die immer durchchargen,
einmal, sie können das von extrem weit. Das heißt, es passiert auch, dass man einfach mal so von 4-5 Stück erwischt wird und dass man was dagegen machen kann. Und das zweite ist, dass sie dann auch relativ weit austreten auf der anderen Seite. Heilung. Oh, die Donnerer, die gehen mir echt auf den Nerven. Da hinten ist ein Gang. Gut, den nehme ich gleich. Und ich denke mal, auch das Portal ist nur optional. Suchen Sie den Altar des Schreckens. Der Schrecken. Ah, hier ist der Gang. Es würde mich ja freuen, wenn wir einen Elitegang oder sowas finden. Oder einen Schatzgang. Geheimer Gang bloß. Na gut, da ist irgendwo eine Truhe wahrscheinlich. Denke ich mir mal. Es regnet. Es... Tropfsteinhöhle. Aber extrem. Gut, die kann man nicht mitnehmen. Muss auch nicht sein. Ist nur eine ganz normale Klinge. Obwohl ich trotzdem mal Ordnung schaffen könnte in meinem Inventar. Schauen wir mal kurz. Ach, du meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Einfacher Spektralschutz, nein. Gut, die hier brauchen wir noch. Eine Nachtklinge, die wir nicht brauchen. Käferwerfer, den ich euch leider nicht zeigen kann. Unsinniges Zeug. Dann Torso. Nahkampf-Tempo-Bonus. Erhöht die Einsatzhäufigkeit von Fähigkeiten des Typs Schwertmeister um 2%. Zieht mir allerdings eine Menge Rüstung. Ach, runter, klar. Nehmen wir. So, ein Face-Shield? Spektralschild. Leider ein wenig weniger Rüstung. Ruf des Auserwählten. Okay, das hatten beide. Und verteidigen gegen Betäubung. Aber da es Spektral ist und Schaden macht, ist das erstmal schon mal ganz gut. Na gut, dich zersetze ich. Und du? Oh, ordentlich Trefferpunkt. Das ist schön. Das freut mich. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir... Nee, können wir nicht. Von dem Helmer angleichen. Na gut. Egal. Ich wollte einen Farbangleich machen, aber na gut. Das ist nicht so wichtig. Gut. Dann geht's hier weiter. Und mal schauen, was wir hier so finden können. Also erstmal Hillenzerstörer. Also eine relativ einfache Variante noch. Von denen hier. Das Schild kann auch ganz... Okay, hier war gar nichts. Geil. Na gut, wieder raus. Das Schild kann übrigens auch ganz schön weit schleudern, wenn der Gegner bei, ich sag mal, ja, ich glaube, das hängt vom Standpunkt ab. Also wenn er genau vor mir ist, kann ich den ganz schön weit hauen. Ich glaube, so war's. Und wieder zurück in der Totenstadt. Jetzt suche ich hier noch schnell den Altar. Wenn ich ihn gefunden habe, gehe ich zurück zu dem Portal, guck da mal rein. Wenn ich nicht gefunden habe, ist er im Portal drinne. Ja. So dürft's sein. Du siehst mich nicht? Haha. Großer Fehler. So. Wir können jetzt Gegner sowohl stunnen, als auch phasen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum kann ein Face-Shield stunnen? Das liegt am Schildschlag. Beziehungsweise das... Also betäuben können kann jedes Schild. Aber die Gegner dann noch in Phase zu bringen, das können nur Schilder, die halt so einen Spektralschaden machen, zum Beispiel. Und dann fragt man sich natürlich, warum sollte man ein Schild nehmen, was nur normalen Schaden macht? Ja, es gibt eine Variante von diesen Schildern, die haben einfach mal fast das Doppelte an normaler Rüstung. Und dann lohnt es sich natürlich, so ein Ding zu nehmen. Oh. Jetzt haben wir schon Bossgegner von denen hier. Verbannte. Und immer schön mit dem Schild gegenhauen, wenn man kann. Okay, alles mitnehmen. So. Na komm. Batz. Haha. Gut. Jetzt ist er gestunt. Der Stun-Effekt ist übrigens viel häufiger als der... Okay, das habt ihr bestimmt schon bemerkt, als der Face-Effekt. Wow.